In diesem Video schauen wir uns an, wie man sich bei der Domain-Offensive ein SSL-Zertifikat klicken kann. Dazu bin ich jetzt mal auf der Seite usefulvid.de, habe hier einfach eine Datei mit dem Inhalt Test angelegt und man sieht schon, da gibt es kein HTTPS. Deshalb wechsle ich jetzt zurück auf die Domain-Offensive und hier seht ihr, dass die Domain auch mir gehört und jetzt will ich dann SSL-Zertifikat dazu haben. Dazu gehe ich hier auf SSL-Zertifikate und scroll ein Stück nach unten. Jetzt bekomme ich hier drei Angebote zur Auswahl und hier unten wird es ganz komplex. Wenn ich jetzt das für ein privates Projekt habe, wie ich es jetzt hier auch tatsächlich habe, reicht mir die Variante für 14,90 Euro im Jahr. Die OV ist die Organization Validation, glaube ich, genau, Organisationsvalidierung. Und das kann ich nur machen, wenn ich ein Handelsregister oder einen UPIC-Eintrag habe. Also für die meisten Leute wird wahrscheinlich das erste, die Domain Validation, völlig ausreichen. Und wer ein OV-SSL-Zertifikat braucht, der hat ein paar andere Voraussetzungen, wie zum Beispiel diesen UPIC-Eintrag und den Handelsregister-Eintrag. Deshalb bleibe ich jetzt hier bei der günstigen Variante und klicke auf Jetzt bestellen. So, jetzt geht's hier los. Da kriegen wir einen Tipp am Rande. Und hier muss ich den CSR-Generator erstmal öffnen. Den öffne ich jetzt nicht mit einem Klick mit der dritten Maustaste, sondern ganz normal. So, wenn ich den jetzt in einem neuen Tab öffne, kriege ich die Generierung am Ende nicht hin. Das würde auch gehen, aber das funktioniert am Ende nicht. Also der muss wirklich im gleichen Fenster geöffnet werden, einfach einmal draufklicken. Ich habe jetzt hier ein paar Daten noch ergänzen müssen, nämlich die Domain und das Bundesland. Wichtig ist, die Daten müssen stimmen. Hier oben steht es auch nochmal, das muss mit den Whois-Daten der Domain übereinstimmen. Von daher klicke ich jetzt einmal auf Generieren. Ganz, ganz wichtig ist als nächstes, dass ihr die CSR- und Key-Datei herunterladet. Das heißt, ich klicke einmal hier drauf, dann speichere ich die CSR-Datei und ebenfalls die Key-Datei. Jetzt habe ich mir beide Dateien mal anzeigen lassen und die kann ich mit einem Texteditor öffnen. Was man hier sieht, ist, dass hier steht Private Key. Private Key ist immer ein deutliches Zeichen dafür, dass der privat bleiben sollte. Wenn ihr den also speichert, am besten irgendwo sicher und verschlüsselt. Die CSR-Datei ist die Zertifikatanforderung wiederum. So, ich wechsle zurück wieder auf die Homepage. Hier bestätige ich nochmal, dass ich die Datei gespeichert habe und an einem sicheren Ort verwahre. Als nächstes wird es spannend, man muss hier noch Daten vervollständigen und zwar braucht man eine Bestätigungsadresse. Das will Komodo, das ist der Aussteller des Zertifikats, so haben. So, jetzt kann ich mir hier eine raussuchen, die sind aber fest vorgegeben. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass es diese E-Mail-Adresse gibt. Und hier unten kann ich dann auch gleich schon mal mein Hosting-Paket auswählen. Und wir stellen jetzt als erstes mal sicher, dass es diese Adresse auch gibt. Dazu gehe ich jetzt in mein do.de-Konto zurück, klicke hier einmal auf Webspace und dann sehe ich hier mein Webspace-Paket. Hier gehe ich dann auf Interface und hier logge ich mich nun ein. Entweder habt ihr die Daten schon geändert oder ihr könnt die auslesen, wenn ihr nochmal zurück auf die Seite springt. Hier gibt es dann auch Benutzernamen und Standardpasswort. Ich habe das geändert, deshalb muss ich mich jetzt da nochmal einloggen. Hier gehe ich nun auf E-Mail und Übersicht. Und hier sehe ich nichts, von daher gehe ich mal hier auf E-Mail-Adressen und jetzt lege ich einfach eine von denen an. Eine war zum Beispiel admin@usefulvid.de und hier kann ich dann auch sagen, neues Postfach anlegen oder ich lasse es auf ein bestehendes laufen. Es gibt hier schon eins, aber ich lege jetzt einfach mal ein neues an. Wichtig ist jetzt hier, dass ihr Benutzername und Passwort euch hier rausschreibt, denn das wird jetzt wirklich hier nur einmal angezeigt. So. Haben wir jetzt so angelegt, dann gehen wir mal zurück, nochmal hier auf unser Webspace-Paket und klicken auf Webmail. Dann geht Roundcube auf und hier logge ich mich jetzt mit diesem neu angelegten Postfach einmal ein. Das hat jetzt hier nicht geklappt, das liegt schlicht und ergreifend daran, wenn ich nochmal zurückgehe in meine Konfiguration, sehe ich, dass hier das Postfach erst erstellt wird. Und ich noch kurz warten muss. Jetzt ist ein grüner Haken dran und jetzt sollte auch der Login hier funktionieren. Das hat geklappt. Hier werde ich zum Beispiel nochmal nach ein paar Daten gefragt. Kann ich jetzt hier einfach admin eingeben und hier unten admin@usefulvid.de hatten wir ja ausgewählt. Jetzt sage ich speichern und jetzt kann ich eben ja, Mails daran empfangen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Ich gehe also wieder zurück an die Zertifikatsbeauftragung. Habe ja hier schon admin@usefulvid.de ausgewählt. Hosting-Paket habe ich auch ausgewählt. Und
Hier unten kann ich jetzt auf Eingaben prüfen gehen. Hier muss noch eine Telefonnummer rein und dann gehe ich nochmal auf Eingaben prüfen. Hier werde ich jetzt nochmal aufgefordert, alles nochmal durchzugehen. Die Dateien haben wir ja gespeichert, Hagen haben wir gesetzt, Hosting-Paket ist ausgewählt und hier unten nochmal die AGBs und Datenschutzvereinbarung aktivieren. Und hier auch nochmal klicken, dass man nicht mehr stornieren kann, wenn man hier jetzt auf kostenpflichtig bestellen geklickt hat. So, die Bestellung ist jetzt durch und wir gehen wieder zurück auf unsere Mail. Jetzt müssen wir ein paar Minuten warten und bekommen jetzt gleich eine Mail von Komodo. Ich habe was bekommen, Doppelklick drauf. Und was ich jetzt brauche, ist einmal diesen Code hier, den markiere ich mal und kopiere mir den. Und einmal diesen Link. Und hier gebe ich jetzt den Code einmal ein und klicke auf Next. So, jetzt habe ich quasi validiert, dass mir die E-Mail gehört und jetzt kann ich warten, bis es weitergeht. Jetzt wird das Support-Team der Domain-Offensive das SSL-Zertifikat einbinden für mich. Jetzt hat man ein bisschen warten müssen, denn jetzt musste das Support-Team von der Domain-Offensive quasi manuelle Aktivitäten durchführen, damit das SSL-Zertifikat auf den Webspace aktiv geschaltet wird. Prüfen kann ich das jetzt hier unter SSL-Zertifikate. Und wenn ich hier einmal das Zertifikat aufklicke, sehe ich den Status ausgestellt. Wenn das passiert ist, kann es noch sein, dass die DNS-Server sich aktualisieren müssen. Es kann zum Beispiel auch helfen, wenn ich hier mal ein IP-Config Flash DNS in Windows mache. Jetzt gehe ich nochmal auf meine Domain, usefulwit.de. Und jetzt hat sich hier noch gar nichts verändert. Ich gebe mal HTTPS ein davor. Und jetzt sehe ich hier ein Schloss. Das sieht für mich jetzt erstmal soweit gut aus. HTTPS funktioniert jetzt. Und wenn das hier nicht funktioniert hat, entweder ein bisschen warten oder halt hier, wie gesagt, den Flash DNS ausführen und nochmal neu laden, um zu gucken, ob die richtige IP dann aufgelöst wird. Jetzt sind wir aber noch nicht ganz fertig, denn wenn ich jetzt einfach nur auf usefulwit.de gehe, passiert ja nichts. Da bekomme ich nicht die HTTPS-Verschlüsselung. Und wenn ich die nicht standardmäßig aktiviert habe, kann das auch ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung sein. Deshalb gucken wir uns noch an, wie wir die standardmäßig aktivieren. Dazu gehe ich jetzt nochmal zurück auf meinen Webspace, klicke hier mal drauf und gehe hier jetzt auf Details. Hier sehe ich jetzt die Möglichkeit, auf WebFTP zuzugreifen. Da klicke ich mal drauf und klicke hier auf Login. Vorhin habe ich ja schon gesagt, ich habe das Passwort geändert. Deshalb muss ich mich hier jetzt nochmal manuell einloggen. Jetzt habe ich mich hier eingeloggt und wir achten darauf, dass wir hier im HTML-Ordner stehen und die Index.html ist auch genau die Datei, wo bei mir Test drin steht. Jetzt müssen wir noch eine HTAccess-Datei anlegen, dass wir sicherstellen, dass alle Anfragen auf HTTPS umgeleitet werden. Dazu gehe ich jetzt hier nochmal ins Kontrollzentrum und bei Service und Hilfe gehe ich einmal auf die Bedienung. Und bei Suche gebe ich einmal .htaccess ein. Da finde ich dann den Eintrag Umstellung Ihrer Webseite auf HTTPS. Das ist ja genau das, was wir wollen. Und ich klaue mir jetzt hier einfach mal diesen Eintrag. Diese drei Zeilen sind interessant für uns. Jetzt gehe ich auf das WebFTP zurück, sage hier neue Datei. Und der Name ist natürlich .htaccess. Keine Vorlage ist richtig und okay. Jetzt kann ich die direkt bearbeiten, kopiere im Grunde das rein, was ich mir gerade geklaut habe. Darauf aufpassen, dass hier vorne keine Leerzeichen sind und jetzt sage ich hier speichern. Dann kann ich das hier schließen. Hier sehe ich jetzt die htaccess-Datei. So, jetzt mache ich ein neues Tab auf und gehe nochmal auf usefulwit.de und drücke hier einmal F5 und dann sehe ich, dass der direkt auf HTTPS umleitet. Um jetzt nochmal zu prüfen, ob das Ganze so funktioniert wie es soll, bin ich hier nochmal im Internet Explorer, habe mir also einen anderen Browser genommen und gehe hier auch einmal auf usefulwit.de und was man hier sieht, der ruft HTTP auf, nicht HTTPS und wir klicken mal drauf und er leitet aber automatisch auf HTTPS um und ich bekomme hier auch ein Schloss angezeigt. Wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich auch, usefulwit.de ist quasi identifiziert und die Verbindung ist verschlüsselt. Das gleiche sehe ich jetzt hier auch nochmal im Edge. Auch hier, die Seite ist als usefulwit.de gekennzeichnet und die Verschlüsselung ist aktiv.